Ja, hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Luschas und Sie sehen mich hier vor den Dornburger Schlössern. Das hier, jetzt müsste ein Rokoko-Schloss sein und das möchte ich gleich nutzen, um wieder ein Bewusstheitsvideo zu drehen. Das heißt, Ihnen zu helfen, Sie dabei zu unterstützen, achtsamer, wachsamer, bewusster im Kopf zu werden, damit Sie klarer denken, sich bewusster entscheiden können, was Sie denken, wie Sie sich fühlen. Und natürlich auch, wie sie sich verhalten. Heute geht es darum, den Unterschied zwischen Bewusstheit und Achtsamkeit. Da gibt es nämlich einen Unterschied, das wissen viele gar nicht. Und ich gebe Ihnen am besten mal ein Beispiel. Mein Mann Uwe und ich, wir machen ja Seminare, wir bilden Therapeuten aus. Und wenn wir da so zu 20 Leute im Raum sind, da kann es immer mal wieder passieren, dass jemand mit dem Stuhl rückt oder was umfällt, in Glas runterfällt, was auch immer. Also häufig ist da Querch, sag ich mal. Und was ich dann beobachte ist, wenn da ein Geräusch ist, dann geht die Aufmerksamkeit hin. Und zwar fast jeder der Teilnehmer schaut zur Geräuschkulisse. Das letzte Mal, das war vor ein paar Wochen, da konnte ich es mir nicht verkneifen und habe in die Runde gerufen. Und wer jetzt erschrocken ist, der ist nicht bewusst genug. Weil einige Kursteilnehmer waren total erschrocken und haben gesagt, oh, mein Herz, und hast du mich jetzt erschreckt? Und mir kribbelt immer noch die Kopfhaut, weil ich so erschrocken war. Und dann haben mich ein paar schon angeguckt und haben überlegt, das habe ich gemerkt. Und in der Pause kam dann eine Kursteilnehmerin zu mir und sagt, Franziska, was meinst du jetzt damit? Ich war auch total erschrocken und ja, ich bin total rausgerissen worden aus meiner Konzentration und ich weiß überhaupt nicht, was du meinst damit, dass wir nicht bewusst genug sind. Ich beschäftige mich doch jetzt schon seit Jahren mit Bewusstheit. Ich mache buddhistische Psychologie, ich praktiziere Zen, ich meditiere und ich kenne den Eckhart Tolle und habe alle seine Bücher gelesen. Ich weiß doch, was Bewusstheit ist. Und in dem Moment, wo das Glas runtergefallen ist von der Katrin, ich war total bewusst. Und dann sage ich, okay, was heißt das für dich bewusst? Und da sagt sie, naja, ich war beim Uwe vorne, also mein Mann an der Tafel, und war voll fokussiert. Ich habe mich ganz darauf konzentriert, was der Uwe gesagt hat, was er geschrieben hat und war da zu 100% drin. Da sage ich, genau, du warst achtsam. Da sagt sie, ja. Und warum war ich dann erschrocken? Und dann sage ich, weil du nicht bewusst genug warst. Da sagt sie, was ist denn da der Unterschied? Da sage ich, bevor ich dir das jetzt erzähle, frage ich dich lieber im Sinne des sokratischen Dialogs und guck mal, ob du selbst drauf kommst. Und dann hat sie gesagt, okay, schieß los. Und dann habe ich gefragt, in dem Moment, wo du beim Uwe von an der Tafel warst, voll fokussiert, hast du dann die Unterlage unter deinem Gesäß gespürt? Überlegt sie und sagt, nö. Ich sagte, hast du währenddessen deinen Atem gespürt? Nee. Ich sagte, hast du den Boden unter deinen Füßen gespürt? Nein. Als du mitgeschrieben hast, hast du den Stift in deinen Händen gespürt? Da sagt sie, nee, ich war doch beim Uwe. Und da sage ich, siehste, du warst zu 100% beim Uwe und wahrscheinlich ist auch noch ein Kommentar gelaufen, intern bei dir im Kopf. Und du warst mit der gesammelten Aufmerksamkeit beim Uwe. Das ist aber nicht automatisch dasselbe wie Bewusstheit, weil du warst nicht bei dir. Du warst dir dessen nicht bewusst, dass du beim Uwe warst. Du warst praktisch nicht in der Beobachterperspektive. Und sie müssen auch nicht zu 100% da drin sein. Es reichen 1, 2, 3%, dass sie merken, was sie tun. Dass sie nicht 100% versunken sind in dem, was sie gerade machen. Ja? Weil dann werden sie gedacht, gefühlt und sie werden gesteuert. Ja? Irgendwann wachen sie auf und sie wissen gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Sie haben vergessen zu trinken. Häufig ist das auch bei spannenden Filmen so oder Büchern. Sie haben sich in irgendwas reinziehen lassen, aber waren sich dessen nicht bewusst, was sie da gemacht haben. Deshalb mein Tipp an Sie, versuchen Sie, egal was Sie tun, immer ein bisschen Aufmerksamkeit auch auf sich zu lenken, ja, dass Sie ein bisschen die Beobachterperspektive einnehmen und nicht völlig gefangen und völlig drin sehen in der Achtsamkeit, in der Aufmerksamkeit, weil Bewusstheit ist nochmal eine andere Ebene und erst beides zusammen, die Kombination aus Achtsamkeit und Bewusstheit, dadurch wird Ihr Denken nochmal frischer, kreativer, klarer und Sie sind auch eher in der Lage, Ihre Gefühle, Ihr Verhalten zu steuern. Also das heißt, wenn dann wieder was umfällt, ein Glas oder irgendein lautes Geräusch, dann sind Sie trotzdem anwesend. Ja? Beispielsweise habe ich vorhin schon ein Video gedreht und hier sind etliche Leute auch unterwegs
Und dann hat mich so ein Hund gestrichen am Bein, aber ich war nicht erschrocken, weil ich mich gespürt habe, weil ich da war. Ich habe den Wind gespürt, ich habe den Hund wahrgenommen, vom Schnüffeln her, von den Geräuschen her. Ich war nicht nur auf die Kamera konzentriert, fokussiert, sondern ich habe das auch ein bisschen mit wahrgenommen, hier diese Umgebung. Probieren Sie es mal aus, dass Sie immer ein bisschen Bewusstheit schaffen in dem, was Sie tun. Und das bringt viel mehr Qualität in dem Ganzen, was Sie machen. Und schauen Sie mal, wie dadurch auch mehr Ruhe im Kopf einkehrt, ja, wie Sie klarer werden, innerlich friedlicher. Das war's heute von meiner Seite. Mein Name ist Franziska Luschas vom Boss im Kopf. Bis zum nächsten Bewusstheitsvideo. Machen Sie es gut. Tschüss.